und eure Lichter brennen. Unsere Lichter brennen heute, liebe Gemeinde. Es sind die Kerzen auf dem Altar. Wir werden sie später anzünden. Jede Kerze für einen Namen. Jede Kerze für ein Leben, für einen Menschen aus unserer Gemeinde, den wir im vergangenen Kirchenjahr zu Grabe tragen mussten. Viele von Ihnen sind deswegen heute hier. Es ist der Gottesdienst im Jahr, an dem wir zurückdenken dürfen, an dem wir uns erinnern dürfen und trauern dürfen. Es ist aber auch der Gottesdienst, der über sich selbst hinausweist. Heute darf und soll hier Raum sein, dies zu spüren. Und so stellen wir diesen Gottesdienst unter das Zeichen unseres Herrn, unter das Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören wir auf unser erstes Lied aus diesem blauen Gesangbuch. Ich werde singen, Frau Hund wird kurz die Melodie vorspielen und dann singe ich stellvertretend für Sie, weil wir es leider noch nicht dürfen, die vier Strophen. Wir beten.
Gottes Lebens. Inmitten in diesem Leben denke ich oft, ach, könnte es nicht anders ausgehen, wenigstens einmal. Manchmal möchte ich Stopp rufen und eingreifen und das Rad zurückdrehen können, wieder zurück an den Anfang. Dieser Wunsch, Gott, währt nicht lange. Der tot ist, ist es eine Sekunde lang nicht mehr und das, was einstürzt, steht ganz kurz wieder. Doch, Herr, die Zeit tickt weiter. Sie lässt sich nicht bitten, die Zeiger zuzudrehen. Gott, viele sagen, die Zeit heile alle Wunden. Du siehst, Gott, wie ich nicke und dennoch schüttle ich innerlich den Kopf. Die Zeit heilt die Wunden nicht. Sie nimmt sie mit. Das sind die Wunden, aber auch die Freuden. Die Verluste, die wir erleiden müssen, genauso wie die Liebe, die wir finden dürfen. Glauben und Zweifel, Tod und Leben, nebeneinander. Wir bitten dich heute, Herr, über Leben und Tod, Alpha und Omega. Gib uns Zeit, die heilt. Sieh auf unsere Wunden, unsere Verletzungen. Lass Neues entstehen dort, wo etwas zerbrochen ist. Heile die zerbrochenen Herzens sind. Halte uns, wenn der Wimpernschlag endet, wenn der Tag anbricht und das Leben weitergeht. Amen. Ich glaube, wir singen die Nummer 11 noch einmal. Anja, die Nummer 11 bitte noch einmal. Christus, dein Licht, erklärt unsere Schatten. Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde. Und du sagst uns auch ihr, seid das Licht. Wie sie stehen im 126. Psalm, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen sie uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Gott, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Ewigkeitssonntag steht im Buch der Offenbarung, im 21. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich
ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Herr, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich einmal vor, wie ein alter Mann am Ufer des Mittelmeeres sitzt, an einem Strand, das Meer vor ihm, dort auf der Insel Patmos. Das gehört heute zu Griechenland. Vielleicht sieht er, wie im Flug sein Leben an sich vorbeiziehen. All das Viele, das er erlebt hat über all die Jahre, was sich so gesammelt hat, von den Jahren in seiner Heimat Israel bis jetzt. Er denkt zurück an die Jahre als Fischer am See Genezareth. Er kann nie vergessen, wie es war, als Jesus ihn gerufen hatte in seinen Dienst. Er kann die Geschichte von Tod und Auferstehung Jesu. Er war dabei all die Jahre, auch in den ersten Jahren der Jerusalemer Urgemeinde. Und dort sitzt er nun am Ufer. Er sitzt und sieht und hört. Immer beides. Er sieht und hört. Vision und Audition. Johannes sieht und hört, wie Gott etwas Neues schafft. Nicht einfach das Alte ein bisschen besser machen, nicht einfach die Dinge dieser alten Welt unter diesem alten Himmel ein bisschen heller machen. Nein, er hört Gott sagen, siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Das sind die zentralen Worte hier. Da wird nicht hier oder dort ein bisschen herumrepariert, herumgedoktert und dann springt der Patient wieder. Da wird nicht ein bisschen repariert und schon läuft es wieder. Nein, da sagt einer mit Blick auf die alte Welt und den alten Himmel, siehe, ich mache alles neu. Und das kann nur der, der schon das Erste geschaffen hatte, eben den alten Himmel und die alte Welt. Und so sieht Johannes dieses Neue aus dem Himmel herabkommen. Ein Bild einer Stadt, geschmückt wie eine wunderschöne Braut. Johannes findet es ein schönes Bild. Fast so schön, um wahr zu sein. Oder vielleicht zu weit weg, um wahr zu sein. Was sind Ihre Sehnsuchtsbilder, liebe Gemeinde? Was sind meine? Die Bilder, die uns Zukunft schenken, wenn sie vor unserem inneren Auge stehen, die uns Heimat sind, wenn dieses Leben eines Tages einmal vorbei sein wird. Wie sehen diese Bilder aus? Nun jetzt, im Moment sind wir alter Himmel und alte Erde, alte Welt unter einem alten Himmel, eine Welt mit Abschieden, mit Leid und mit Tränen. Das ist unsere Realität. Und das jetzt kurz bevor ein neues Kirchenjahr losgeht. Wie viele Tränen waren da? Wie viel Tod im Großen und im Kleinen? Wie viele von ihnen standen in diesem Jahr in einem Totenbett, am Sarg oder am offenen Grab? Wie viele Tränen wurden dieses Jahr geweint? Mit anderen, aber auch in dunkler, schlafloser Nacht. Die Tränen kommen und die dürfen sein. Wir dürfen sie nicht wegdrücken, unterdrücken. Wir dürfen weinen.
Das sage ich mit voller Überzeugung. Und es ist gut, weinen zu können. Tränen der Verzweiflung, Tränen der Trauer, Tränen der Wut, der Fassungslosigkeit. Sie wollen raus. Sie wollen geweint werden. Es sind auch Tränen der Einsamkeit, des Schmerzes, der Ohnmacht. Das scheinbar Schlimme an den Tränen ist ja meistens die Fragen. Das sind die Fragen, die damit einhergehen. Das Warum? Warum jetzt? Mit den Tränen fließen auch die Worte, die Fragen, die Gefühle. Und irgendwann gehen die Tränen aus oder werden getrocknet. Zärtlich durch die Hand eines Menschen, der fühlt und versteht. Wie wertvoll sind denn eigentlich diese Momente? Im Grunde, diese Begegnungen mit mir selbst, mit meinem Schmerz und mit Menschen, die mich trösten. Wie gut ist es, diese Tränen nicht allein zu weinen? Und ich erinnere mich an einen Film, den ich mindestens 5-mal gesehen habe, Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Eine kleine Szene ist so, da ist ein Mann, der durch einen anderen Menschen seine kleine Tochter verliert, spurlos verschwunden. Und eines Tages hat er eine besondere Begegnung mit Gott. Und erst da kann er loslassen. Erst dort kann er weinen, trauern. Und Gott begegnet ihm, in Person einer jungen Frau. Und diese Frau heißt Ruach, das ist der Geist Gottes. Und sie sammelt seine Tränen in einem Gefäß, die er weint. Er sammelt sie. Es werden gesammelt in diesem Gefäß. Es gibt einen Psalm, Psalm 56, da steht, Gott sammle meine Tränen in deinen Krug. Sie sehen, wer so spricht, der weiß da, dass wir weinen. Wer so spricht, ahnt, dass kein Mensch eigentlich die tiefe Trauer heilen kann. Dass kein Mensch die Lücke schließen kann, die der Tod hinterlässt. Gott, sammle meine Tränen in deinem Gefäß. Keine Träne soll verloren gehen. Auch die kleinste Träne, die ich geweint habe, die ich noch weinen muss oder schon gar nicht mehr weinen kann, du, Gott, sollst sie sammeln. Gott, du sollst unser Weinen zu deinem machen, unsere Tränen zu deinen Tränen. Unsere Tränen sollen nicht verloren gehen. Gott, du sollst sie sammeln. Erinnern wir uns kurz an einen Satz im Predigtext, liebe Gemeinde. Da stand, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es ist ein sehr intimer Moment, diesen Predigtext. Aber auch ein sehr, sehr starker, wenn nicht sogar der stärkste Moment, diese Vision, die da gemalt wird. Gott mit seinem Taschentüchlein von Person zu Person Tränen abwischen. Einmal kommt die Zeit, da wird er es tun. Da wird er alle Tränen abwischen. Einmal kommt die Zeit, da werden nicht mehr einmal im Jahr die Namen aller Verstorbenen verlesen. Einmal kommt die Zeit eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Das ist noch unbegreiflich. Und ich weiß nicht, liebe Gemeinde, wie es da drüben aussieht. Wir alle wissen es nicht. Es gibt Berichte, wo Menschen das sagen. Aber wirklich wissen tun wir es nicht. Wir ahnen es. Es gibt eine Zeit, in der der Schmerz aufhören wird, in der Ruhe einkehrt und Frieden. Alle Ohnmacht hat ein Ende. Alles tun, alles fragen und weinen. Es gibt eine Zeit nach dem Schmerz, eine Zeit nach der Trauer, eine Zeit nach den Tränen. Und das ist schwer vorstellbar für viele von uns. Es gibt Menschen, die spüren es schon, wenn ein Jahr vergangen ist oder zwei. Die Tränen kommen seltener. Sie gehören in den Alltag, das Leben. Sie kommen und sie gehen auch.
Manche Menschen spüren Dankbarkeit für das, was war, für das, was zu Ende gehen musste, für das, was so nicht weitergehen konnte. Aber Dankbarkeit für gemeinsame, kostbare Zeit. Aber eben erst auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel. Und bis dahin, Fragezeichen. Und die Frage ist berechtigt. Hat dieser alte Himmel, unter dem wir jetzt leben, Antwort gegeben über die Fragen in den Jahren unseres Lebens? Ist dieser alte Himmel nicht so oft verschlossen über Schreien, Leid und Schmerzen? Gibt er nicht dem Tod recht, der das letzte Wort haben will? Alte Erde und alter Himmel, das wird uns oft so schmerzlich bewusst. Nicht sei der neue Himmel nur ein frommer Wunsch, eine Projektion unserer Gedanken, eine Vision, so wie Johannes sie hatte, aber keine Wirklichkeit. Dieser alte Mann am Strand, er macht es fest, an einer Zusage Gottes. Das steht hier im Zentrum. Ich bin das A und das O. Das Alpha und das Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Gott ist Anfang und Ende alles, allen Sprechens und allen Rechnens. Anfang und Ende jeglicher Wahrnehmung, jeglicher Erkenntnis. Er ist das große Ganze im Leben, der rote Faden. Wir spüren die visionäre Kraft dieses Textes. Aber hilft sie uns in unserem eigenen Leben? Und wie? So schön wie hier kann es im Himmel gar nichts sein. Das ist ein Buch. Und zwar, das ist der Titel eines Krankentagebuches des verstorbenen Künstlers Christoph Schlingensief. Er war 50 Jahre alt und er schreibt: Ich mag noch nicht. Ich mag einfach noch nicht, es gibt noch so viel zu tun. Vor seinem Tod sagt er das. Ich glaube, er drückt das aus, was viele von uns beschäftigt. Der Tod ist in unserer Welt der große Spielverderber, der große Feind, der immer dazwischen kommt, der hier eigentlich nichts zu suchen hat in unserem schönen Leben. Und wenn er dann kommt, dann ist das wie ein schreckliches Dazwischenfahren und Abbrechen. Und das ist ja auch so. Wir würden uns nicht ernst nehmen, wenn wir das leugnen würden. Und dennoch ist das alles, was wir dazu zu sagen haben. Ich habe in meiner Schulzeit, also als Lehrer, bevor ich hier zu Ihnen kam, Erzieher ausgebildet, auch in der Sterbebegleitung von Kindern. Und da gab es ein Buch, was mir in die Hände gefallen ist. Das heißt Ente, Tod und Tulpen. Und ich empfehle das nicht nur für Kinder, sondern ganz gut für Erwachsene, das auch zu lesen. Da ist der Tod ein leichtfüßiger Begleiter, schon immer da. Man merkt es nur nicht. Ein kleiner Ausdruck aus dem Buch. Schon länger hatte die Ente so ein Gefühl. Wer bist du und was schleichst du hinter mir her? Schön, dass du mich endlich bemerkst, sagte der Tod. Ich bin der Tod. Die Ente erschrak. Das konnte man dir nicht übel nehmen. Und jetzt kommst du mich holen? Der Tod sagt, ich bin schon in deiner Nähe, solange du lebst, nur für den Fall. Für den Fall, fragte die Ente. Na, falls dir etwas zustößt. Ein schlimmer Schnupfen, ein Unfall, man weiß nie. Mit diesem Wort, liebe Gemeinde, beginnt eine fast zarte, ungewöhnliche, ja man möchte fast sagen, eine Freundschaft zwischen dem Tod und der Ente. Zum Schluss, als die Ente dann tatsächlich tot in den Armen des Todes liegt, mag man sich des Gedankens nicht erwehren, dass selbst der Tod um diesen Tod der Ente trauert.
Glauben Sie, liebe Gemeinde, dass man sich, dass wir uns den Tod zum Freund machen können? Geht das überhaupt? Ich hoffe und bitte darum, dass es einen Glauben, ein Vertrauen darauf gibt, dass wir Menschen im Leben wie im Sterben getröstet und getragen Abschied nehmen können. Abschied nehmen können von unserer Lebenszeit, wenn unsere Zeit kommt. So wie die kleine Ente in den Armen des Todes. Ist das eine Vision? Bei denen waren wir ja bei der Vision, liebe Gemeinde. Helmut Schmidt sagte einmal, wer Vision habe, der solle zum Arzt gehen. Ich möchte das nicht so pauschalisieren, wisst. Aber eines steht fest, Gott möchte, dass wir Visionen haben. Nicht nur Dinge, die wir sehen, sondern die wir spüren. Solche Visionen, mit denen wir unser Leben aus einem Bewusstsein heraus leben können, sehen können, als ein großes Ganzes, wo wir getragen sind. Ein Weg, den wir gegangen sind, das Leben gehen und gehen werden, gelingen und scheitern, lernen und verlernen, erinnern und vergessen und loslassen. Alles gehört dazu. Aber erst mit dem Blick der Liebe wird es ganz. Gott hat es vorgemacht, wie dieses Bewusstsein aussehen soll. Im Tod hat er geliebt. Wir wissen, was wir an Ostern feiern, mit dem Kreuz, was es damit auf sich hat. Es ist ein Zeichen, ein Bruch im Perfektionismus, weil alle Welt sich ausgemalt hat, wer Gott denn ist und wie er denn so ist. Und dann stirbt Gott an diesem Folterinstrument. Was für ein Bruch für die Perfektion. Das Kreuz steht da und zeigt, du bist geliebt. Die Liebe ist der Bruch im Leben. Du bist geliebt, geh hin und liebe. Du darfst dein Leben mit Liebe anschauen und so darfst du auch die lieben, die gehen müssen. Du sollst sie nicht vergessen, weil sie sind noch da. Sie leben. Sie selbst sind in die Liebe zurückgegangen, aus der heraus sie geboren wurden. Und an diesem Bruch, liebe Gemeinde, diesem Bruch der Liebe, da darf unser Vertrauen einsetzen, unser Loslassen, immer wieder aufs Neue. Das Leben dürfen wir gestalten, auch wenn es manchmal Trauer scheint. Den Weg weitergehen, auch wenn manchmal die Kraft dazu fehlt und das Leben leben. Denn auch eines Tages kommen wir an unser Ziel. Das Leben in der Liebe, das neue Leben der Ewigkeit. Gehen wir diesen Weg gemeinsam. Lassen wir Gott füreinander und aneinander spürbar werden. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen jetzt gleich lieber an die Menschen denken, die wir im vergangenen Kirchenjahr auf ihrem letzten Gang begleitet haben. Wir legen sie in Gottes Hand, vertrauen sie Gott selbst, der Quelle allen Lebens an. Wir vertrauen darauf und glauben, dass sie dort geboren sind. Wenn zugleich die Totenglocke ihre Stimme erhebt, dann denken wir zurück und legen unsere Lieben erneut in die Hände Gottes. Wir denken an Frau Marianne Schimmel, geborene Wingertszahn, verstorben im Alter von 81 Jahren. Wir denken an Herrn Dietrich Joachim Willi Lütt, verstorben im Alter von 78 Jahren. Wir denken an Herrn Karl Dieter Jene, verstorben im Alter von 73 Jahren. Wir denken an Herrn Helmut Wiens, verstorben im Alter von 86 Jahren. Wir denken an
Frau Irene Sophie Toni, geborene Brust, verstorben im Alter von 78 Jahren. Wir denken an Frau Bettina Norberta Kühltau, geborene Ola, verstorben im Alter von 58 Jahren. Wir denken an Herrn Peter Heinrich Simon, verstorben im Alter von 89 Jahren. Wir denken an Herrn Udo Scholz, verstorben im Alter von 81 Jahren. Wir denken an Herrn Walter Horn, verstorben im Alter von 61 Jahren. Und für alle anderen, die wir schmerzlich vermissen, Eltern, Geschwister, die geliebte Ehefrau oder den geliebten Ehemann, Freunde und Bekannte, entzünden wir eine Kerze. Wir beten weiter und erheben uns. Ewiger Gott, Herr der Zeiten, wir haben zurückgedacht an Menschen, die einmal zu unserem Leben gehörten und nicht mehr unter uns sind. Die Liebe, die uns immer noch verbindet mit ihnen, lässt uns schmerzhaft spüren, wie sehr sie uns fehlen. Manches Unabgeschlossene in der Beziehung zu ihnen sucht uns in Gedanken heim. Und manche von uns können den Blick nicht lösen von dem, was einmal war. Gott, du weißt, was wir an diesem Tag empfinden. Und du richtest unseren Blick auf uns, aber auch auf dich. Du, Gott, bewahrst alle Lebensgeschichten. Und du versprichst Zukunft, befreit von den Schatten unserer Gegenwart. Mitten im Dunkel von Trauer und Schuld leuchtet das Licht deiner Liebe auf. Lass es uns sehen und verbreite es durch unser Glauben, Hoffen und Lieben. Komm uns entgegen. Wir warten auf dich. Alles Ausgesprochene. Unausgesprochene legen wir in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich möchte Ihnen noch ein paar Informationen weitergeben. Sie haben, wir sehen das an, beim Reingehen unserer Kirche da etwas Wunderschönes hergerichtet. Wir können dieses Jahr leider kein Flohmarkt im klassischen Sinne anbieten, das ist uns verboten. Aber wir haben einen Flohmarkt in unserer Kirche, hier hinten und oben. Wenn Sie Lust haben, danach zu schauen, das eine oder andere mitzunehmen, zu kaufen, das, was wir dabei erwirtschaften, geht zugunsten dessen, was wir immer, was immer unser Anliegen ist vom Flohmarkt. Dann melden Sie sich bitte bei Frau Reis. Sie ist gerne bereit, mit Ihnen in die Kirche zu gehen, unter Einhaltung der kirchlichen Vorschriften und Ihnen Zeit zu geben, dass Sie sich im Flohmarkt gemütlich umschauen können. Was kaufen wir, was für uns freuen wird. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, was in der nächsten Zeit so passiert. Wir haben nach wie vor leider unser Gemeindeleben etwas reduzieren müssen, wegen der Corona-Pandemie.
Die Konfirmandenarbeit findet im Moment online statt. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bekommen immer rechtzeitig von mir etwas zugeschickt, wo sie sich dann einloggen können. Am Dienstag um 17 Uhr ist der Online-Unterricht für den Jahrgang 2021 und am Donnerstag um 17 Uhr für den Jahrgang 2022, also für unsere Referenten. Ich möchte Sie einladen zu dem nächsten Gottesdienst und jetzt passen Sie bitte auf, weil das Amtsblatt war anderer Meinung, was unsere Gottesdienste angeht. Es gilt immer das, was im Gemeindebrief steht, ja, bis wir es anders verkünden. Also der nächste Gottesdienst am 1. Advent, der findet in Gönnheim statt. Gönnheim 10 Uhr, 29.11. mit Prädikant Speck. Der nächste Gottesdienst in Friedelsheim wird am 6.12. sein, 9.30 Uhr. Dann ganz wichtig, nächsten Sonntag am 1. Advent ist offiziell unsere Kirchenwahl. Das sind die Wahlen zum Presbyterium. Sie haben schon alle hoffentlich die Briefe bekommen. Die wurden ausgeteilt von den Presbytern und Presbytern. Und Sie haben die Möglichkeit, diese Briefe am Gemeindehaus, ist ein Briefkasten, da können Sie die einwerfen. Die sogenannte Deadline ist am Sonntag, den 29.11. um 18 Uhr. Bis dahin müssen die Briefe da drin sein. Sie können die natürlich auch im Pfarramt abgeben, an dem Briefkasten, der direkt neben der Haustür hängt. Ja, Ihnen sind die Kandidaten auch zugegangen auf den Flyer. Unser Presbyterium wächst und ich freue mich sehr darüber, dass sich 7 Menschen bereit erklärt haben, sich aufstellen zu lassen und sich zur Wahl gestellt haben und dass wir gemeinsam unser Gemeindeleben die nächsten 6 Jahre gestalten können. Bei der Gelegenheit darf ich auch Ihnen nochmal offiziell sagen, ich darf bleiben. Ab dem 1.1. darf ich meinen Dienst hier in Friedelsheim-Göttern mit Ellerstadt als hauptamtlicher Verwalter tun, so heißt das im Amtsstrafraum. Ich bleibe Ihr Pfarrer, was mich sehr freut. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Hospizarbeit der Landeskirche. Das ist sehr wichtig und sehr wertvoll, Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Wir haben ein gutes Hospiz in unserer Umgebung. Hier in Bad Dürkheim ist eins und in Speyer. Ich habe selbst lange am Hospiz gearbeitet. Ich weiß, wie wertvoll und wichtig das ist. Gott segne Geber und Gaben. Danke sagen möchte ich an Anja Hund. Danke, dass du, liebe Anja, uns an der Orte begleitet hast. Danke, liebe Anja, dass du mir geholfen hast bei den Kerzen. Und Evelyn für das Läuten und danke Ihnen, dass Sie heute gekommen sind, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam gefeiert haben. Und da hoffe ich, nichts vergessen zu haben. Das ist nicht der Fall. Wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahrt unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus. Amen. Gehen wir unter dem Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und allen, die du im Herzen trägst, seinen Frieden. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Und
eine Kerze mitnehmen nach Hause gegangen, bei ihm zu Hause weiterbauscht, als Zeichen, dass das Leben stärker ist als der Tod. Ihn einschmücken.